Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Die Sonne scheint, es ist schön, Tarik ist schon am Strand. Ich leider noch nicht, weil erstens habe ich mich ja 2 Tage nicht gemeldet. Das war aber, weil Sonntag ist. Da hatten wir Familientag, da waren wir am Strand. Gestern war ja auch Feiertag, der 1. Mai. Ja, auch hier in der Türkei war Feiertag. Also die Ämter und die Banken hatten zu. Manche Geschäfte hatten auch zu, manche Makler hatten zu, also nicht alle, aber nur manche. Aber auf jeden Fall, Ämter und Banken hatten auf jeden Fall zu, weil hier gestern Feiertag war. Und deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet, weil wir nämlich unterwegs waren. Das war so schön. Ja, es war richtig ein schöner Tag gestern. Wir sind von der Seite nach Mahmutla zu der Seite nach Mahmutla. Ja, wir hatten kein Wasser heute früh. Und ich dachte, hä, voll komisch, weil die Pumpe von meiner Osmose war so laut. Ich sagte, ist das Ding kaputt? Ja, und dann wollte ich die Spülmaschine einräumen. Tarik hatte sich die Nacht was zu essen gemacht. Dann wollte ich das Ding abspülen. Ich sagte, das Wasser läuft gar nicht. Sag ich, naja, komm, habe die Pumpe dann rausgezogen, abgewartet. Manchmal ist das ja so. Dann hatte ich gelesen bei Insta, bei Sondakika, manche hatten hier eine Woche kein Wasser. Wir haben aber wieder Wasser. Es hat, seit 12 Uhr haben wir Gott sei Dank wieder Wasser. Was ich euch aber erzählen wollte, also ich bin total entsetzt. Unsere Strandtage haben ja wieder angefangen. Habe ich euch ja von erzählt. Letzte Woche, vorletzte Woche Sonntag. Und wir haben immer bei dem einen Simmet-Stand angehalten und haben uns da immer Simmet geholt. Also normale Simmets, dann sagen wir mal die weichen Simmets. Und wir haben uns Porcha geholt. Die waren immer so lecker, welche mit Käse gefüllt, welche mit Kartoffeln gefüllt. Und der hatte auch immer nur ein paar Stück. Also wenn wir um 12 Uhr da waren, waren die schon alle. Ja, er hatte wirklich immer nur ein paar Stück. So, wir waren ja früh dran. Sagt er, nein, er hat keine mehr. Sagt Bicke, oh, naja, nicht schlimm. Nein, er wird keine mehr haben. Sagt Bicke, hä, warum denn? Ich sag jetzt nicht, welches Restaurant oder welches Café oder sonst was, er darf sie nicht mehr verkaufen. Weil angeblich, der hatte nur immer ein paar Stück, die waren wirklich bis 11 Uhr meistens schon weg. Und die paar Dinger machen wohl den Brei nicht dicke. Ja? Da hat sich doch tatsächlich jemand, also Café-Restaurant, ne? Also ich sage jetzt nicht welches, sich beschwert, sie würden ihre Kundschaft verlieren, weil die dort das ganze Porsche immer kaufen würden. 10 Stück oder so hatte der. Die haben den ganzen Tag auf. Die haben von morgens auf bis abends auf. Seine waren um 12 Uhr weg. Der hatte wirklich immer nur ein paar Stück, 8 oder 10 Stück. Ja, wir haben uns immer 2 Stück geholt. Da sage ich, wie bescheuert ist das denn, bitteschön? Nur weil die sich beschwert haben, wo ihr Rachen nicht voll genug bekommen. Ich gehe sowieso zu dieses Ding eigentlich nicht hin. Darf der diese paar Porsche nicht mehr verkaufen? Kann doch wirklich nicht angehen, oder? Wo ich gesagt habe, habe ich nicht verstanden. Habe ich wirklich nicht verstanden. Bin ich total enttäuscht drüber. Noch ein Ding, warum ich mich dort nicht hinsetze, dort keinen Kaffee trinke, keinen Chai trinke und auch nichts esse. Aus Protest sowieso schon. Hätte das vielleicht jetzt gemacht, weil unser Katmer hat ja zu, wo wir uns immer getroffen haben mit Abonnenten oder mit Freunden, weil das Katmer war da wirklich immer lecker. Der Chai war immer perfekt. Die wussten schon, dass ich immer Açık Olsun haben möchte und wie. Ja, und dann waren wir an überlegen, wo gehen wir denn hin? Dann haben wir das eine Kaffee ausprobiert. Ja, ist auch blöd. Wollten wir eigentlich, nee, mache ich nicht. Nein, mache ich absolut nicht. Weigere ich mich. Da stecke ich kein Geld rein, weil die den armen Herrn eine Porsche verbieten. Mache ich nicht mehr. Zweites Ding. Gestern war ja für uns auch wie ein freier Tag. Biki musste nicht arbeiten, also er muss ja sowieso nicht, ja, also, aber er konnte nichts erledigen bei den Ämtern und so. Und dann waren wir tagsüber unterwegs, war ein bisschen da, ich brauchte Erde für meinen Orangenbaum. Ist ja kein Orangenbaum, dieses Dingbaum da, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ich habe nicht genug Erde. Haben wir da, ich brauchte noch kleine Siebe, die hatten die dort nicht, also sind wir hinten zu diesem einen Plastikladen, wo immer so schön geordnet ist und so, haben wir da, ah, die hatten und auch eine Menge, auch ganz tolle hatten die da und nicht teuer, war richtig cool.
Und abends haben wir gedacht, komm, wir gehen ein bisschen spazieren, weil Abendessen war schon vorbereitet und alles. Dann sind wir abends ganz lange am Strand spazieren gegangen, oben an der Promenade. Hatten wir auch schon länger so keine Zeit mehr zu. Deswegen hatte ich mich auch 2 Tage nicht gemeldet, weil ich habe gesagt, komm, ich genieße diese Zeit jetzt einfach mit der Familie. Die haben nichts zu tun, also mache ich mir auch nichts zu tun. Ich mache YouTube ja nur aus Freude und aus Vergnügen. So, und dann waren wir da hinten bei der einen Orange und sag ich, Biki wollte, nee, sag ich, komm, wir gehen zu der, wo wir immer hingehen. Letztes Jahr immer hingegangen sind, ne? Ja, wollten uns hinsetzen, haben wir uns gefragt, warum stehen denn keine Tische? Haben wir ihn gefragt, der hat uns auch, mehr war Inge, nasses sind und so. Und der weiß, dass wir im Winter so nicht kommen, sondern nur so Sommer und Herbst und Frühling. Und dann erzählt er uns doch tatsächlich, dass, aber so sieht man das, ne? So, die Restaurants beschweren sich über die Beachbars, dass die Kunden wegnehmen. Jetzt haben sich aber darüber aufgeregt, dass die Restaurants sich beschweren. Ne? Jetzt beschweren sich aber die Beachbars über manche Orangen, dass die Kunden wegnehmen. Hä? Ihr habt euch selber über so einen Mist geärgert. Auf jeden Fall erzählte er uns, es haben sich wohl welche beschwert, er darf nur noch 2 Tische hinstellen. Na toll, die beiden Tische waren besetzt und wir haben gesagt, jetzt im Stehen oder was? Nee, wir können uns da in diesem Pavillon hinsetzen. Ich sagte, das war doch letztes Jahr verboten. Ja, das ist jetzt erlaubt, da dürfte man sich hinsetzen. Bringt er uns den Chai, sag ich, gut. Dann hat er so einen leckeren Dutchai gehabt. Oh, der war richtig lecker, ein bisschen süß, war so ein Instant-Ding, habe ich gleich geschmeckt. Ist aber nicht schlimm. Ich habe mir so einen Dutchai geholt und Biki hat sich einen normalen Chai geholt. Und dann sage ich, Biki, wie kommt das denn? Ich sage, das ist ja richtig doof. Und dann sagt er, ja Schatz, wenn die angemeldet haben, dass die nur für Laufkundschaft sind, damals, wann immer die Orange schon entstanden ist, ja, wir kennen sie erst seit diesen 2 Jahren, weil das ist eigentlich meine Lieblingsorange gewesen. Und wenn die nur angemeldet haben für Laufkundschaft und die anderen wissen das, dann gehen die zum Ordnungsamt, beschweren sich, der darf doch nur Laufkundschaft, warum hat der an die 20 Tische da stehen? Sag, aber die haben die Tische und Stühle letztes Jahr alles neu gekauft. Und sagt er, ja, finde ich richtig blöd, finde ich richtig schade. Ja, ist manchmal so, ist heute so. Ich hoffe, das wird sich ändern. Das ist immer auch nur am Anfang, wenn die kontrollieren. Mir tut es einfach nur leid für den Inhaber von dieser Orange. Mir tut es richtig leid für den Herrn und seine Frau, wo immer die haben die Porsche ja lecker gebacken. Deswegen waren das auch nie so viele, die ihre Porsches nicht mehr verkaufen dürfen. Wie gesagt, ich werde keine Namen erwähnen. Ihr braucht mich unten auch nicht zu fragen. Bin richtig enttäuscht, richtig sauer. Warum gönnt man den anderen nichts? Das ist, wenn Leute wirklich den Rachen nicht voll genug bekommen und alles in die eigene Tasche. Man kommt mit nichts, man geht sowieso mit nichts. Seid doch einfach zufrieden mit das, was ihr habt. Das wollte ich eigentlich nur loswerden. Ich wollte eigentlich ein anderes Video machen. Hat sich jetzt erledigt. Das, weil wenn ich mich dann so manchmal so ein bisschen, ich sag mal, auskotze, dann geht's mir besser. Auf meinem anderen Kanal, Leute, ich habe das beste Mittel gegen, weil ich hatte hier ganz viele von diesen, ich nenne es jetzt mal Altersflecken, von der Sonne, wo man so kriegt, so braune Dinger, ne? Und die sind schon richtig nur durchs Eincremen. Und ich verrate euch auf meinem anderen Kanal, mit was ich das behandle, dass die weggehen. Es dauert zwar, aber sie gehen weg. Euch einen schönen sonnigen Tag, wo immer ihr seid. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid, passt gut auf euch auf und egal was für Menschen ihr seid, bitte gönnt doch dem anderen was. Bis denn, ciao, ciao.